Anime kann ziemlich grausam sein, aber welche schrecklichen Shows sind ihre Zeit wert? Nun, von Geschichten über böswillige Geister bis hin zu Porträts von Menschen, die in Unmenschlichkeit zerschmettert sind, dies sind die schrecklichsten Animes, die Sie sehen können. Der Devilman-Manga von Gō Nagai wurde mehr als einmal adaptiert, aber Devilman Crybaby aus dem Jahr 2018 ist vielleicht die brutalste Adaption von allen. Unter der Regie von Masaki Yuasa ist diese Version näher am Manga als andere und enthält Yuasas typischen Charakterfokus, was zu einer Geschichte führt, die ebenso emotional stark wie erschreckend ist. Akira und Ryo, Freunde seit ihrer Kindheit, sind die zentralen Figuren der Serie. Ryo überredet Akira, der titelgebende Devilman zu werden, um eine uralte Rasse von Dämonen zu bekämpfen. Aber alles ist nicht so, wie es scheint, und was sich entfaltet, schafft es Devilman-Neulinge und eingefleischte Fans gleichermaßen zu schockieren. Tod, Entstellung, Gewalt, all das wird hier anschaulich dargestellt. Die vorletzte Folge der Serie, Go to Hell You Mortals, ist eine absolute Parade von Grotesken, in denen geliebte Charaktere verstümmelt, getötet und auf entweihte Körperteile reduziert werden. Aber der wahre Albtraum von Devilman Crybaby ist die Kluft, die sich zwischen Akira und Ryo öffnet, trotz ihrer sorgfältigen Planung, besten Absichten und buchstäblich göttlichen Macht. Dies ist nicht nur eine Horrorgeschichte über die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen, sondern über die Zerstörung der Liebe selbst durch Egoismus und Grausamkeit. Horror wird normalerweise nicht als schönes Genre angesehen, aber Mononoke ist nach jedermanns Meinung eine wunderschöne Serie. Mononoke besteht aus 12 Episoden und erzählt die Geschichte eines namenlosen Medizinverkäufers, der im feudalen Japan Mononoke-Geister jagt. Mononoke können jedoch nicht einfach getötet werden. Der Medizinverkäufer muss zuerst verstehen, welche Form sie annehmen und warum sie sie genommen haben, bevor er sie versenden kann. Das Ergebnis ist ein Anime von ungewöhnlicher psychologischer Tiefe. Die menschliche Natur ist die Quelle aller Schrecken in Mononoke und als solche sind die Grenzen zwischen Gut und Böse tiefst verschwommen. Die Visualisierung der 2D-Papierausschnitte ähneln intensivieren diesen horizontalen Ansatz des Horrors. Es gibt keinen Ort, der normal aussieht, und als solcher schleicht sich Terror mit seltener Subtilität ein. Alles von Ukiyo-Holzblöcken bis hin zum Jugendstil ist in Mononoke-Stil integriert, und Sie können nicht anders als staunen, während sich eine grausige Szene entfaltet. Aber das ist der Sinn des Animes. Serial Experiments Lane folgt Lane Iwakura, einem 14-jährigen Mädchen, das in einem Vorort Japans lebt und dessen ruhiges Leben durch eine E-Mail von einem toten Studenten auf den Kopf gestellt wird. Die Studentin behauptet, nicht wirklich gestorben zu sein, sondern stattdessen ihre physische Form verlassen zu haben, um in The Wire zu leben. Im Laufe von 13 angespannten Episoden geht Lane von einer introvertierten Mädchenzeit zu einer absoluten Omnipotenz in einer Welt, in der die Grenzen zwischen dem Materiellen und dem Virtuellen zu nichts ausgefranst ist. Serial Experiments Lane ist in erster Linie ein Science-Fiction-Werk, das sich jedoch so sehr der Erforschung der Möglichkeiten künstlicher Intelligenz verschrieben hat, dass es zu einem Werk des tiefsten Grauens wird. Die Realität, argumentiert Lane, ist etwas, worüber sich die Menschen einig sind, und wenn dieser Konsens manipuliert werden kann, wird die Realität verändert. Lane und dem Publikum wird gleichermaßen keine Chance gewährt, wenn der Anime in die Natur einer Welt eintaucht, die von unmenschlicher Intelligenz regiert wird, deren Einfluss nicht gestoppt werden kann. Jedes Mal, wenn Lane an ihrem Schreibtisch sitzt und ihre schlanke Figur von dem Riff aus Bildschirm in den Schatten gestellt wird, versteht der Zuschauer, dass sich die Welt auf eine Weise verändert, auf die wir nicht vorbereitet sind. Satoshi Kons Perfect Blue gehört zu den einflussreichsten Animes, die es je gab. Madonna nahm Ausschnitte davon in ihrer Drowned World Tour 2001 auf. Regisseur Darren Aronofsky benutzte eine Szene aus Perfect Blue in Requiem for a Dream. Aber warum dieser weitreichende Einfluss? Ganz einfach. Perfect Blue ist ein Meisterwerk des Grauens. Mima, unsere Protagonistin, hat gerade eine Pop-Idol-Gruppe verlassen, um eine ernsthafte Schauspielerin zu werden. Doch als Drohfaxe eintreffen und eine Webseite mit dem Titel Mima Zimmer, die Tagebucheinträge enthält, die angeblich von Mima selbst geschrieben wurden, an Fahrt gewinnt, erkennt Mima, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Die Ereignisse von Perfect Blue sind selbst schrecklich, aber es ist Kons schwindelerregende Herangehensweise an ihrer Darstellung, die Perfect Blue zu dem Albtraum machen, der er ist. Hektische Schnitte verwirren den Betrachter, seltsame Szenenwechsel ahmen Mimas zunehmenden verwirrenden Geist nach, und Spiegel, Bildschirme und Fenster brechen eine Welt, die ihren Sinn verloren hat. Mima taucht in eine Unterwelt der Illusionen hinab, und der Betrachter kann sich nur auf ihre Perspektive verlassen, die die Zuverlässigkeit der Realität in Frage stellt. Am Ende von Perfect Blue wird ein Schuldiger zur Rechenschaft gezogen, aber seine Taten sind nur ein Teil der Geschichte. Der eigentliche Schrecken liegt in Mimas Geist und dem Zuschauer ist im Zusammenbruch ihrer Welt. Die lange blutige Geschichte von Corpse Party begann 1996 als einfaches Videospiel. Heute umfasst das Corpse Party Franchise Manga-Spin-Offs, Live-Action-Filme und Drama-CDs. Corpse Party Tortured Souls ist die Anime-Adaption der beliebten Serie aus dem Jahr 2013.
Jahre vor Beginn der Serie war die Heavenly Host Elementary School Schauplatz einer Reihe brutaler Entführungen und Morde. Obwohl es zerstört wurde, wurde an seiner Stelle eine neue Highschool gebaut und mit Teenagern gefüllt, die die böswillige psychische Energie, die sie umgibt, nicht verstehen, bis sie sich in einer Albtraumversion von Heavenly Host wiederfinden. Corpse Party ist eine brutale, blutige Serie, die im Makaben schwelgt. Es hat verschüttete Innereien, abgetrennte Zungen und aufgegabelte Körper. Wenn Sie das ertragen können, ist es eine befriedigende wilde Geschichte über die langen Schatten der Vergangenheit und die Jugend, die gezwungen ist, in ihnen aufzuwachsen. Das Trauma, was Sie geerbt haben, ist nicht Ihr eigenes, aber es ist trotzdem Ihre Aufgabe, es zu verarbeiten. Shiki, das die Zerstörung einer kleinen Stadt durch die unmenschlichen Monster aufzeichnet, die in der Villa am Rande der Stadt leben, ist eine klassische Vampirgeschichte. Die Shiki sind hypnotische, unsterbliche Gestalten mit unmenschlichen Trieben, so völlig unbegreiflich, wie sie alltäglichen Menschen auf unheimlichen Weisen ähnlich sind. Diejenigen, die getötet werden, werden als Shiki wiedergeboren. Megumi, die als erste stirbt, verwandelt sich von einem Kleinstadtmädchen mit Großstadtträumen in eine untote Killerin mit Verachtung für ihre Heimatstadt. Das mag vertraut klingen, aber was Shiki zu einem wirklich denkwürdigen Horrorwerk macht, ist die Wahrheit der Shiki selbst. Im Grunde wollen die Shiki nur ein friedliches Zuhause bauen. Die Handlungen der Shikis sind abscheulich, aber der Anime scheut sich nie vor der Wahrheit ihrer tragischen Situation. Sie existieren, sie müssen sich ernähren und sie versuchen einen Weg zu finden, beides mit einem Minimum an Grausamkeit zu tun. Die Unmöglichkeit, diese Dinge in Einklang zu bringen, macht Shiki zu einer resonanten Horrorgeschichte. No Longer Human begann 1948 als Roman des legendären Autors Osamu Dazai und es ist eine Geschichte, die ebenso kraftvoll wie schwierig zu adaptieren ist. Doch 2009 wurde dies erreicht, als Anoe Bunkaku eine 12-teilige Anime-Serie mit Adaptionen populärer japanischer Literatur die ersten 4 Folgen ihres Laufs der Animation von No Longer Human widmete. Obwohl Aoi Bunkaku sich mit seinem Quellmaterial Freiheiten nimmt, bleibt die Kernidee intakt. Protagonist Yoso fühlt sich völlig losgelöst von allem, was einen wirklich menschlich macht. Zu sehen, wie er auf katastrophale Weise keine Verbindung herstellt, ist ein wirklich erschütterndes und nachvollziehbares Porträt der Zerbrochenheit. Sein Leben ist vielleicht nicht so wie das des Zuschauers, aber wie im ursprünglichen Roman kann fast jeder in Yoso ein wenig von sich selbst sehen. Das ist es, was No Longer Human uns zwingt, durch Yosos Unmenschlichkeit zu sehen. Darin ist er viel menschlicher, als ihm bewusst ist. Und das ist das Erschreckendste von allem. Jahre vor den Ereignissen von Another starb plötzlich ein Schüler der Yomiyama Mittelschule. Ihre Klassenkameraden, die vor Trauer taumelten, taten so, als wäre sie überhaupt nicht gestorben, bis zu dem Punkt, an dem sie ihren Platz bei der Abschlussfeier reservierten. Dies gipfelte in dem mysteriösen Auftritt des verstorbenen Mitschülers auf dem Abschlussfoto der Klasse. Jahre später beginnt ein Junge namens Koichi seine Zeit in derselben Klasse und entdeckt, dass etwas nicht stimmt. Misaki, eine ruhige Klassenkameradin, wird von den anderen Schülern völlig ignoriert. Und dann beginnen Koichis Kollegen, einer nach dem anderen zu sterben. Misaki ist die Einzige, die von diesen Tragödien nicht überrascht ist und nur sie versteht, wie man sie aufhält. Die Momente der Gewalt, des Schreckens und der Angst im Anime machen ihn zu einer Art Albtraum, den jeder Horrorfan genießen kann, aber ihre wahre Kraft liegt jenseits des kurzen Nervenkitzels. Sie sind die Säulen der zentralen Tragödie der Geschichte. Die Klasse ist in einem Kreislauf der Trauer gefangen, der nur durch das Wichtigste durchbrochen werden kann: Akzeptanz. Ihre Unfähigkeit, dies zu tun, ist der wahrste Albtraum der Serie. Ha, wie schön es ist, jung und verliebt zu sein. Happy Sugar Life spricht die Tugend dieses erhabenen Zustands an, nur um den Zuschauer mit der Realität seines Hauptdarstellerpaars zu konfrontieren. Sato ist ein Teenager-Mädchen mit einer harten Vergangenheit und Chiyo ist ein 8-jähriges Mädchen, das Sato in ihrer Wohnung eingesperrt hält. Sato wird alles tun, um das Happy Sugar Life, von dem sie glaubt, dass es für sie und Chiyo geschaffen wurde, zu verbergen und zu schützen. Laut Sato ist ihre Liebe eine unberührte Reinheit und es gibt nichts, was sie nicht tun würde, sie zu erhalten. Happy Sugar Life rühmt sich nie mit den Details von Satos grausamen Taten. Dieser Anime erschreckt den Zuschauer mit einer Vision, wie Menschen sich gegenseitig in Monster verwandeln können. Sato, die als Kind nur den dysfunktionalsten Beziehungsmodellen ausgesetzt war, glaubt, dass die Entführung eines Kindes im Namen der wahren Liebe entschuldbar ist. Aber ist es Chiyos Charakterbogen, der wirklich erschreckt? Da sie in ihrem kurzen Leben bisher nur Verlassenheit und Gewalt kennengelernt hat, kann sie Sato weder als das Monster erkennen, das sie ist, noch sich als Individuum jenseits dessen identifizieren, was Sato auf sie projiziert. Das Ergebnis ist eine Geschichte darüber, wie vollständig Menschen ihre Lieben zerstören können und wie unsichtbar dieser Prozess sein kann. The End of Evangelion ist ein alternatives Ende der umstrittenen letzten Episode von Neon Genesis Evangelion. Die paramilitärische Gruppe NERV, die für die Evangelion-Einheit verantwortlich ist, die unsere Helden steuern, wird von einem Kommandanten, Gendo Ikari, benutzt, um das Ende der Welt zu beschleunigen. Es gelingt ihm, wenn auch nicht so, wie er es sich gewünscht hätte. Die stachelige Asuka wird ausgeweidet.
Die schweigsame Rey erlangt biblische Kraft und verbindet die gesamte Menschheit zu einem einzigen Bewusstsein. Protagonist Shinji überlebt, doch die Geschichte endet mit einer Aufnahme von ihm und Asuka allein in der zerstörten Welt. Es wird angedeutet, dass sich die Menschheit reformieren könnte, aber in diesem Moment versucht Shinji, Asuka zu Tode zu erwürgen. Als er versagt, murmelt Asuka die letzte Zeile des Films. Was meistens mit mir ist schlecht oder wie ekelhaft übersetzt wird. The End of Evangelion handelt möglicherweise von Hoffnung, aber hauptsächlich geht es um die Kauflichkeit der Welt, die Korruption der Mächtigen und die Unausweichlichkeit des Verfalls. Shadow Star Narutaro beginnt als Geschichte über ein Mädchen mit Zöpfen und ihrem mysteriösen außerirdischen Freund Hoshimaru. Sie denken vielleicht, dass dies wie Digimon oder Cardcaptor Sakura klingt. Eine Geschichte von Jugendlichen und ihren unwahrscheinlichen Gefährten, die mit ihrer übernatürlichen Bindung die Welt retten. Dies ist sehr beabsichtigt. Hoshimaru ist liebenswert. Shina ist eine fröhliche Charmeurin und das Eröffnungsthema enthält absichtlich kindliche Zeichnungen der Besetzung neben ihren außerirdischen Freunden. Es ist süß, es ist hell und es enthält viel Mundharmonika. Irgendwie beginnt Shadow Star Narutaro so und endet 13 Folgen später als eine der grafisch zerstörendsten Anime-Serien der 2000. Shadow Star Narutaro ist letztendlich eine Serie, die sich absolut an den schlimmsten Dingen rühmt, die Menschen einander antun können. Es kann einem schwindlig werden, da Momente des grotesken Horrors oft Szenen des friedlichen Alltags gegenübergestellt werden. Ganz zu schweigen von Shina, deren blauhaarige Frechheit immer dissonanter wird, je dunkler die Serie wird. Das abrupte Ende macht die Serie nur noch aufwühlender. Shadow Star Narutaro bezaubert, entsetzt und endet dann etwas unklärlicherweise. Dem Betrachter bleibt es überlassen, all das, was sich auf dem Bildschirm entfaltet, mit wenig Erklärung und definitiv nichts, was an Komfort erinnert, aufzunehmen. Sehen Sie sich hier eines unserer neuesten Videos an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über deine Lieblingsanimes. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und drücken Sie die Glocke, um nichts zu verpassen.